Ich finde es Vorteil, die erste Gruppe zu sein. Ja. Also manchmal ist man mehr nervös, wenn man so wartet zu viel. Ja. Alright, seid ihr schlagklar? Okay, rein mit euch ins Wasser, let's go! Für das erste offizielle Shooting jetzt von Germany's Next Topmodel ist man natürlich ein bisschen nervös. Okay, ihr Süßen. Was habt ihr euch denn Schönes überlegt? Das hört sich schon ganz langweilig an. Das soll ja nass und heiß und deswegen rein mit euch. Los geht's. Ja. Wet, 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 wet. Let's get wet. Ich hatte nicht gedacht, dass es ins Wasser gehen muss. Ich dachte, okay, wir müssen irgendwo vorne hinstellen, nur hinlegen. Und das war so. Und dann kam Teddy, hey, ihr müsst jetzt ins Wasser gehen. Haare nass, let's go. Wir waren einfach direkt drinne und direkt einfach komplett nass. Ist dann doch anders gewesen als erwartet, aber unverhofft kommt oft. Okay, hier spielt die Musik. Jetzt zu mir. Das Shooting in den Wellen war sehr aufregend und ich hatte voll den Adrenalin-Rush. Nicht so weit aus dem Wasser, geht da rein. Ich bin nicht so der Wassermensch. Verdammt, dass ihr nicht untergeht hier. Es war eine Challenge, es war sehr schwierig. Wir wurden alle weggespült von den Wellen. Marcia wurde die ganze Zeit weggespült aus dem Bild. Ihr müsst zusammenbleiben. Dabei beieinander zu halten, Gesicht unter Kontrolle zu haben. Zu mir, zu mir, zu mir! Salzwasser in den Augen machen, Haare richten und das war sehr viel. Das war sehr, sehr viel. It's just a thing of beauty. Ja, das war schon eine Challenge. I mean, who is absolutely incredible here is really Grace. Yeah, Grace is beautiful. It didn't even matter if the wave came no. or whatever happened. She concentrated and she beautiful. Stayed. And I think that Yusufa yeah. has a magnificent face. Yeah. Also was ich nochmal sagen wollte, ich habe gerade die Fotos angeguckt. Wer mir am allerbesten auffällt, bist du, Grace. Es ist egal, ob die Welle kommt, ob du überschwemmt wirst. Standing on the highway with my thumb out. Du guckst so toll in die Kamera. Ganz easy, ganz cool. Ein gutes Kompliment von Heidi Klum zu hören. Hat mich so sehr gepusht. Und ich habe mich so an dem Moment so sexy gefühlt. Aber du musst ein kleines bisschen mehr Gas geben. Du musst ein bisschen mehr Gas. Du guckst sehr oft erschrocken. Wenn die Welle kommt, dann ist so. Nach der ersten Runde hat die Heidi gesagt, dass ich untergegangen bin. Wegen meinem Gesicht. Ich habe sehr erschrocken reingeguckt. Wir machen noch eine Runde. Habt ein bisschen mehr Spaß. Ihr könnt doch mal lachen, dann seid ihr wieder sexy. Bei der zweiten Runde habe ich mich angestrengt. Ich habe meine Augen offen behalten. Auch wenn das Salzwasser reinkam, meine Augen haben gebrannt, aber es war mir so egal. Es wird einfach ein schönes Bild. Ja, kuschelt ein kleines bisschen mehr. Kuschelt ein bisschen mehr zusammen. Augenkontakt. Yes. Aha. Okay. Guck mal rum. Thank you. Das war geil. Pretty good. I think that Marcia is beautiful, but for me, she did not perform really well. You know what? I didn't feel she was at one with her environment. Mm-hmm. She could have been in a studio, whereas I think that Grace and Yusufa really played. They were on the beach. Yeah. You know, and the other two, they were, for me, they weren't in their right area. Mm-hmm. So you see it the same way I see it? Yeah. Also ihr wisst ja schon, dass es heute wieder eine Entscheidung geben wird. Es hat auf jeden Fall so ein bisschen Angst gehabt, so wenn es, also es wäre schade, so wenn ich sofort nach Hause fliegen muss. Du brauchst schon mal nicht zu zittern, Yusufa. Also du hast es ganz toll gemacht. Du siehst super aus auf allen Fotos.
Und auch Grace, du musst auch nicht mehr zittern zur Entscheidung. Ihr beide müsst leider noch ein bisschen zittern. Ihr habt euch angestrengt, habe ich auch gesehen. Auch die zweite Runde wurde es ein bisschen besser. Aber die zwei hier waren einfach nicht zu übertreffen in dieser Runde. Juhu! Ihr zwei seid eine Runde weiter. Danke. Und euch sehe ich gleich wieder. Dankeschön. Wenn man erfährt, dass man wackelt, zieht das mich schon sehr runter, weil ja, es war viel und alles gegeben im Shooting. Kommt die hierher, oder was? Ja, die kommt zurück. Hi! Wie war's? Es war sehr cool. War's gut. Alle? Du warst ja auch nicht wackeln. Ja, oh nein, warum sagst du das? Jetzt Was hat sie denn gesagt? Ja, du warst zu mir hat sie gesagt, ich schaue sehr erschrocken, weil es sind ja große Wellen und ich schaue erschrocken, man sieht es im Gesicht und das sollte man nicht. Und darum bin ich am Zittern. Und weißt du, jetzt ist immer auch nichts entschieden, weißt du? Nur weil es vielleicht heute nicht so gut war, heißt auch lange nicht, dass es Aber ich bin gespannt, ob immer Leute aus jeder Gruppe wackeln. Wie bitte? Ich bin gespannt, ob aus jeder Gruppe Leute wackeln. Ich kann mir schon vorstellen, bestimmt. Es gibt bestimmt in jeder Gruppe jemand, der sehr stark ist und jemand, der etwas schwächer ist. Weißt du? Auf jeden Fall eine schwere Challenge gewesen heute. Ja. Mit den Wellen, mit dem allem. Also es war, man hat sich ja vorher schon Posen überlegt und so, die man machen wollte, aber der war sofort so, nein. Okay, alles klar, mit Wasser. Deswegen. Ja, wird man sehen dann später. Ich stelle mir schon vor, wie wir vielleicht irgendwo gestrandet sind, mit unseren Klamotten vielleicht aus dem Wasser raus müssen. Ein bisschen was ist zerrissen. We will see. Möchtest du mal unsere Posen wissen, Tracy? Seid ihr in einer Gruppe? Ja. Ah, okay. Ja. Also, dass so wirklich jemand auf dem Boden ist, dann nur nach oben. So, und dann. Ja. Du bist doch richtig drin, oder? Ja, sie will angreifen. Feind! So. Klar, wir sind hier in einer Challenge, ne? Das ist ganz klar. Aber trotzdem wollten wir natürlich alle ein schönes Gruppenfoto haben. Ich will als Gruppe weiterkommen. Ich will keinen von uns gehen. Nein, wir schaffen das. Let's go. Ich habe nicht wirklich eine Strategie, um im Kopf zu bleiben. Ich glaube, das ist einfach meine Art, weil ich quatsche gerne, ich bin gerne da. So. Also ich sage auch immer, ich könnte niemals eine Bank überfallen oder ich könnte niemals irgendwo was klauen, weil jeder erkennt mich wieder. Auch wenn es schon eine Woche her ist, weil ich einfach einen sehr auffallenden Look habe, so von der Natürlichkeit her. Es ist so schön zu sehen, wie ihr euch gestylt habt auch heute. You look amazing. Oh, I say. Zeig nochmal, wie cheeky das ist. Oh, das ist cheeky. I just heard you've had 4 children. Oh, yeah. I mean, unbelievable. Thanks a lot. Bei den anderen waren wirklich 2, die waren super stark. Und die anderen 2 haben ein bisschen geschwächelt. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Ich hoffe, hier schwächelt keiner von euch. Los geht's. Good luck. Also was ich mir wirklich zuerst schon gedacht habe, war, okay, scheiße, erstes Shooting, direkt Gruppenshooting. Das wird jetzt schwierig, da mich jetzt in den Vordergrund zu drängeln. Kuschelt euch mal ein kleines bisschen mehr zusammen hier. Ich bin immer so ein People-Pleaser, ich will nicht immer so mich vor andere schieben. So. Ich will wirklich einfach mein Ding machen. Und dann, wenn sich jemand da wirklich so vordrängelt, kann ich schwer Nein sagen und mich da durchsetzen. Da hinten. Ja, natürlich hätte ich mich jetzt irgendwie die ganze Zeit in die Mitte drängeln können oder mein Ding machen können und mich da vorstellen können. Aber ja, so bin ich halt nicht. Das ist ein bisschen zu boring. Bowie, you need to look a little stronger. Yeah. Stronger. Yeah. Bowie muss ein bisschen mehr Gas geben, okay. Damit du nicht untergehst. Das heutige Shooting ist ein Gruppenshooting. So möchte ich herausfinden, wer es schafft, mir im Gedächtnis zu bleiben und wer in der Menge vielleicht untergeht. Und lasst euch ruhig mitreißen, weil wenn die Welle von hinten kommt, dann ist die Welle so schön um euch rum. Das sieht super aus dann. Ja.
ab, jetzt kommt eine Welle und Platti! Denn es ist nicht nur wichtig, aus der Gruppe herauszustechen, am Ende zählt es auch, dass die Models als Team zusammen gut funktionieren. Bleibt schön zusammen. Bleibt zusammen, bleibt zusammen. Ja, ihr werdet besser. Finde ich auch schön. Ja, das hat sie dir nicht nehmen lassen, ne? Als sie gesagt hat, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt hast du ein bisschen mehr Gas gegeben, mein Gott. Thank you. Ich geh mal gucken, ja? That was good that you said something. Yeah, because yeah. All of a sudden he woke up. He did wake up a bit. He needs to wake up more. He needs 5 cups of coffee. Because his face is beautiful. See, I love his face. Yeah, I love his but face. But he needs a cattle prod. Also ich würde echt blöd finden, wenn einer von uns geht, weil unser Ziel war es ja auch als Gruppe zu harmonieren. Ja, habe ich schon gesagt. Naja, wir wollen auch ein wirklich schönes Bild da rausbekommen. Dann hat man schon mal die Möglichkeit, an so einem Set hier ein Fotoshooting machen zu können. Und dann ist es natürlich für alle auch am schönsten, wenn alle gut rüberkommen und wir als Gruppe auch ja, weiterkommen. I mean, France has a beautiful face. Gorgeous. I mean, his bone structure is to die for. Beautiful. Stella looks beautiful in that shot. Really beautiful. It's hard to be in that water. To me, the most important thing is to be at one with your environment, which I thought these did in the last set. I thought two of them could have been in a Berlin nightclub, not in the ocean. And I want to, if they're in the ocean, they've got to sell the ocean or they don't get hired again. So they actually are, this lot are better for that, for yeah. Sure. As a, they're in the ocean and they're working it. Yeah. That's great. It's a great shot. Really good. Ooh. Schön habt ihr das gemacht. Ihr habt das wirklich alle sehr schön gemacht. Aber wenn ich jetzt wirklich hier zwei rauspicken müsste, die ein bisschen mehr geschwächelt haben, dann würde ich sagen, warst du das, Bowie, und du, Phyllis. Ich muss sagen, ihr habt das gut gemacht, aber ihr zwei wart wirklich am stärksten. Und dein Gesicht ist so... Wow. Also ihr zwei seid auf jeden Fall schon mal eine Runde weiter und euch zwei sehe ich nachher nochmal wieder, okay? Ich danke euch allen. Vielen, vielen Dank. Okay, nee, top gemacht. Thank you, well done, you guys. Wir waren als Gruppe sehr gut, hat sie gesagt. Sie fand uns gut und wenn sie zwei wählen muss, die jetzt herausgestochen haben, sind wir das. Ja. Yay! Bei uns bis später. Ja. Genau. Aber sie hat nichts Negatives keine gesagt Kritik. In dem Moment. Sie meinte so, also wenn ich jemand Schwächeren so sagen muss, dann sind das wir beide so. Geil ist es natürlich nicht, so der Wahlklasse sein, dass man immer noch nicht sicher ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob man jetzt noch genau was noch mal was machen muss oder nicht. Wenn nicht, denke ich mal, dass es trotzdem reichen wird. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.